Die ZF Friedrichshafen AG ist ein Automobilzulieferer mit mittlerweile etwa 138.000 Mitarbeitern weltweit in 230 Standorten, 40 Ländern, also ist relativ groß mittlerweile durch den TLW-Zukauf. Und wir haben, hatten letztes Jahr ungefähr 29 Milliarden Euro Umsatz. Der Standort, in dem ich arbeite, ist in Schweinfurt. Der Standort hat 8.000 Mitarbeiter. Das Dämpferwerk, das ist ein Teil des Standorts, das hat nur etwa 1.000 Mitarbeiter in der Produktion. Und da fertigen wir CDC-Stoßdämpfer, das sind geregelte Dämpfer. Genau. Gut, was war das Problem mit dem klassischen Produktionssystem? Wir haben diese Workshops gemacht. Das war unsere wichtigste Methode, um im Lean zu verbessern. Ist immer noch eine wichtige Methode und leistet auch einen guten Beitrag. Die Workshops sind normalerweise mit freigestellten Mitarbeitern, die dann für die Zeit des Workshops sich voll um den Workshop kümmern können, sind aus dem Tagesgeschäft rausgelöst. Und in dem Workshop erarbeiten wir praktisch immer tolle Ergebnisse, tolle Lösungen oder Lösungsansätze. Leider häufig nur Lösungsansätze. Danach versuchen wir, die umzusetzen. Aber dann kommt der Alltag und durch den Alltag schaffen wir es dann nur, einen Teil der Ideen umzusetzen. Es ist immer noch ein guter Beitrag, aber es ist nicht so, wie wir uns das wünschen, dass eben möglichst alle oder viele der Lösungsansätze auch zu Lösungen entwickelt werden. Und für mich als Produktionssystemtrainer war damals jede Woche Workshop. Also für mich war das ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess für die Bereiche, in denen ich gearbeitet habe, weil die schwanken, ja, es waren verschiedene Bereiche, war das aber nicht so. Die haben alle paar Wochen oder Monate einen Workshop gemacht und dazwischen vielleicht an der Umsetzung gearbeitet, vielleicht, wenn viel zu tun war, aber auch nicht. Ne? Gut. Somit war natürlich dann das Verbessern für den Bereich nicht kontinuierlich. Um das besser zu machen, haben wir uns umgeschaut. Irgendwas scheinen wir ja in dem Produktionssystem dann übersehen zu haben. Da gibt es eine relativ alte Benchmark-Studie aus dem Buch The Machine That Changed the World. Da gab es japanische Werke, die haben über 60 Verbesserungsvorschläge pro Mitarbeiter und Jahr umgesetzt. Und das ist so viel mehr als das, was wir aus Europa kennen, so um den Faktor 30 bis 60, je nachdem, wo man hinschaut. Das konnten wir uns einfach nicht vorstellen, wie man so viel besser sein kann. Ja, die Lösung ist auch ganz einfach. Die sind nicht so viel besser, die sind anders. Die müssen eine andere Denkweise haben. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, was ist dieser Unterschied? Was können wir lernen für unsere Organisation und wie können wir das für uns anpassen, damit wir auch eine bessere Verbesserungsleistung bekommen und diese Defizite, die das Verbessern mit Workshops hat, dass wir die möglichst überwinden können. Genau. So, und da habe ich dann auch die Bücher von Mike Rother gelesen. Es gibt diesen sichtbaren Teil des Leans, den haben wir ganz gut übernommen, dadurch haben wir auch Erfolge. Aber es gibt eben Elemente, die wir dann noch nicht verstanden haben und die haben wir dann begonnen zu suchen. Also eigentlich wollten wir am Anfang vor allem Shopfloor-Management verbessern. Das ist dann das mit dem Informationsfluss, den Informationsboards, Kennzahlen. Und als wir uns das dann genauer angeschaut haben, haben wir festgestellt, da sind wir eigentlich gar nicht schlecht. Also Kennzahlen haben wir, die sind auch sinnvoll und wir kommunizieren jeden Tag. Aber unten drunter gibt es noch etwas, was uns noch nicht so gut gelingt. Und ja, was ist das? Das eine ist, wenn man sich diese Folie anschaut, ich denke, die hat jeder schon oft gesehen, aber wie bringe ich das zum Leben? Das mit dem Experimentieren, das muss ja einer tun. Und die Mitarbeiter, die produzieren,
Ja, die arbeiten und sind da eingebunden. Die haben nicht so viel Zeit zum Experimentieren. Und wenn ich dann oben drüber einen Managementstab mit Meistern und der ganzen Hierarchie habe, wenn die sehr viel zu tun haben, dann haben die auch nicht viel Zeit zum Experimentieren. Und wenn ich jetzt aus den Experimenten eine gute Lösung oder einen guten Ansatz entwickelt habe, dann haben die auch zu wenig Zeit, sich um diese Standards zu kümmern, das zu stabilisieren und dadurch die Prozesse weiterzuentwickeln. Und deswegen war für uns eine wichtige Erkenntnis, wir brauchen eine niedrigere Führungsspanne, damit wir Leute haben, die Zeit haben, sich um diese Experimente und diese Standards zu kümmern und am Prozess besser zu arbeiten. Wir haben das dann gelöst, indem wir Schichtführer eingeführt haben und die vorhandene Führungsspanne reduziert haben. Ja, vorher hatten wir in manchen Meistereien bis zu 100 Mitarbeitern. Da gab es natürlich eine informelle Führungsstruktur unten drunter. So eine große Einheit kann keiner alleine führen. Aber es gab eben keine formelle Organisation. Und unser Ziel war dann im Rahmen unseres Projektes, deswegen Führungsspanne, diese Schichtführer einzuführen und dann eine maximale Führungsspanne von 15 Mitarbeitern für einen Schichtführer zu erreichen. Genau, aus der Literatur kennen wir Zahlen, die so klein sein können wie 1 zu 5. 1 zu 8 liest man auch recht oft, aber eben viel kleiner als das, was wir vorher hatten. Also diese Management-Ebene nah am Prozess ist wichtig, um KVP betreiben zu können. Gut, das war ja dann das erste Element, was wir in unserem Projekt mit aufgenommen haben. Und dann haben wir weitergeschaut, was passiert, wenn wir jetzt diese neue Ebene einführen? Ja, erstmal gar nichts. Die Routinen bleiben ja die gleichen, die Art, wie wir arbeiten. Deswegen brauchen wir ein weiteres Element. Und wir haben uns die Management-Ebene dann zwischen dem, also über dem Schichtführer, den wir jetzt einführen wollten, genau angeguckt, weil wir dem ja Aufgaben quasi wegnehmen wollen und dann auf diesen neuen Schichtführer verlagern. Also wir haben unsere Meister genau angeschaut, haben die gefragt, was habt ihr denn eigentlich für Aufgaben? Und die haben uns über 90 verschiedene Aufgaben genannt. Die haben wir dann ein bisschen strukturiert. Und dann haben wir noch gefragt, was sind denn die Aufgaben, wenn ihr jetzt einen Schichtführer hättet, welche könntet ihr dem denn abgeben? Wo könntet ihr euch unterstützen? Und das sind dann die farbig gekennzeichneten Aufgaben. Wir haben das dann auch nochmal durch Praktikanten eine Woche begleiten lassen, über 11 verschiedene Meister, die haben dann die Zeiten aufgenommen. Was macht er den ganzen Tag? Das war auch etwas, das war wie das gesamte Projekt nur möglich, weil wir ein sehr gutes Verhältnis mit unserem Betriebsrat haben. Und durch diese vertrauensvolle Zusammenarbeit war das Projekt dann möglich. Was haben wir rausgekriegt? Wir haben nur sehr wenig Zeit, den unser Meister für die Qualifikation von Mitarbeitern einsetzen kann. Und wir würden gerne mehr für unsere Mitarbeiter und für diesen Verbesserungsprozess tun. Und das war dann eines der Ziele in unserem Projekt. Gut. Also müssen wir die Art, wie unsere Meister führen, verändern, und da kam dann das Element Cutter-Coaching dazu. Aber als Paket veränderte Führungsspanne und veränderte Führungsroutinen auf Meisterebene und oben drüber. Gut. Damit diese Einführung der Schichtführer möglichst gut klappt, müssen wir ja erstmal unsere Führung vorbereiten, damit sie diese neue Philosophie auch umsetzen können. Wir haben damals dann nach diesem Vorreitergruppenmodell begonnen, alle Führungskräfte vom Meister bis zum Werksleiter und Unterstützungsbereiche wie die Lean-Trainer zu qualifizieren. Und das haben wir dann so etwa ein halbes Jahr gemacht. Das war sehr zeitintensiv, es war auch echt lästig, weil man ja in diesem Aufbau ein eigenes Thema bearbeitet, dann jemanden coacht und nochmal als Second Coach zweimal zur Verfügung stehen sollte.
Und wenn man das am Anfang ohne viel Erfahrung macht, dann kann man auch 2 Stunden dafür brauchen. Haben wir manchmal hingekriegt, auch regelmäßig nicht. Wir haben damit sehr viel Erfahrung gesammelt und hatten diese Vorbereitung der Führungskräfte. Und dann haben wir uns recht viel Zeit genommen, unsere Schichtführer möglichst systematisch auszuwählen, dass wir da sehr gute Leute gewinnen können, die technische Fähigkeiten, aber eben auch die sozialen Fähigkeiten haben. Wir haben also 2 Bewerbungsgespräche geführt, die mussten sich schriftlich bewerben. Wir haben mit denen Rollenspiele gemacht, um zu überprüfen, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten, um eben auch diese sozialen Fähigkeiten möglichst gut vorher abzutesten. Das ist, denke ich, ein Aufwand, der für gewerbliche Mitarbeiter sehr hoch ist. Bei uns ist der zumindest in der Regel geringer. Gut, wir haben die Schichtführer dann eingeführt. Wir hatten die vorbereitete Führungsmannschaft die haben dann Verantwortung für ihre Leute übernommen. Das war ein ganz toller Effekt. Wir hatten vorher bei dieser Vorreitergruppe manchmal Probleme, die Verbesserungsdynamik aufrechtzuerhalten, weil es als Mehrbelastung empfunden wurde. Und jetzt haben wir diese Ebene der Schichtführer eingeführt und wir wollten sicherstellen, dass sie das Verbessern als erstes lernen, damit das Verbessern verinnerlicht ist und dann auch später, wenn dann das Tagesgeschäft wiederkommt, auch trotz der Widrigkeiten, der Belastungen noch am Leben bleibt. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, und das haben wir auch so umgesetzt, die ersten 6 Monate unsere neuen Schichtführer in der Tagesschicht einzusetzen. Und die haben dann Vollzeit, den ganzen Tag, nur verbessert. Genau. Die Meister haben die dann, das ist zu dünn geschrieben, okay. Die Meister haben dann 3 bis 6 Coachings am Tag gemacht. Also es war eine sehr hoher Aufwand, um die Schichtführer so schnell in das Kata-Coaching einzuführen. Und dann nach einem halben Jahr sind sie auf die Schichten gegangen, haben die Verantwortung auch als disziplinarischen Vorgesetzten für die Schichten übernommen und rotieren jetzt im Schichtbetrieb mit. Wir coachen auf der ersten und zweiten Schicht, auf der dritten setzen wir dann aus. Gut. Mit dieser Erfahrung, die wir dann gesammelt haben im Kata-Coaching, konnten wir dann auch das, was wir eigentlich als erste Idee hatten, weiter verbessern. Wir hatten ja von Anfang an eine gewisse Reporting-Struktur, Gespräche, die wir jeden Tag führen über den Fertigungsfortschritt. Wir hatten Kennzahlen, aber jetzt konnten wir auf dieser Basis der Verbesserung Hoshin Kanri einführen und dadurch die Zahlen, an denen wir arbeiten, viel zielgerichteter festlegen für die einzelnen Bereiche. Der eine Bereich muss vielleicht die Ausbringung steigern, um eine Investition zu vermeiden. Der andere hat andere Schwerpunkte. Und vorher waren es mehr Standardkennzahlen. Jetzt können wir viel genauer für die einzelnen Gruppen festlegen, an was müssen wir arbeiten. Und so kommen wir dann zu dieser Brücke, dass wir eben unser Shopfloor-Management durch das Hoshin Kanri verbessert haben. Wir haben die Führungsspanne reduziert, dadurch diese Freiräume geschaffen, die wir für das Verbessern brauchen und unsere Führungsmannschaft qualifiziert, es richtig zu führen. Genau. Was haben wir da erreicht? Also wir haben sehr positive Kommentare aus der Mannschaft, die da mitgearbeitet, dass eben das Kata-Coaching es uns ermöglicht, eigene Lösungen auf der Basis eines guten Prozessverständnisses zu entwickeln. Und wir springen nicht, so wie zum Beispiel vorhin angesprochen, zu Lösungen, die dann vielleicht nicht passen. Und es ist auch eine tolle Erfahrung gewesen, das in alten, etablierten Linien einzuführen, wo man dachte, da können wir nichts mehr optimieren. Aber mit dem Kata-Coaching haben wir es geschafft, in sehr kurzer Zeit auch da noch deutliche Erfolge zu realisieren. Wir haben so weiche Erfolge, dass die Akzeptanz dafür sehr gut ist,
bei den Mitarbeitern, bei dem Betriebsrat, beim Management. Diese neue Rolle der Führungskraft haben wir erreicht, dass wir als, die Führungskraft als Coach sehen und mehr Zeit für die Qualifikation unserer Mitarbeiter haben. Also diese Zeitstudie, die wir am Anfang gemacht haben, die hat sich deutlich verändert. Gut, und wir haben das Ganze mit dem Controlling begleitet, das auch in finanziellen Erfolgen ausgedrückt und können sagen, dass wir 10-mal mehr sparen, als wir an Kosten durch diese Tätigkeiten verursacht haben. Gut, das war mein Vortrag. Vielen Dank.